giftig, die können aber so groß werden. Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und ich bin ausgewandert und heute möchte ich euch alle Dinge auflisten, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich nach Australien gekommen bin. Ich bin ja damals nach Australien gezogen, weil ich hier Arbeit gefunden habe und ich wollte nie mein ganzes Leben nach Australien ziehen. Ich habe damals halt auch nicht so viel recherchiert über Australien. Ich wusste halt, es ist weit weg, es ist immer heiß. Aber so ist das nicht immer hier. Und jetzt möchte ich euch ein paar Dinge aufzählen, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich hergezogen bin. Winter in Australien. Wenn du in Deutschland lebst, dann träumst du immer von einem warmen Land. Australien kann das Land sein, aber nur, wenn du in der oberen Hälfte des Landes lebst. Die sind ja näher am Äquator und da ist überwiegend immer warm, selbst im Winter. Aber wenn du in der südlichen Hälfte lebst, das heißt Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney oder sogar Tasmanien, es kann kalt werden im Winter. Und wir sind hier nur 4 Stunden weg vom Schnee. Es gibt die Möglichkeit, Ski zu fahren in Australien. Bring eine gute Jacke mit. Im Winter ist kalt. Australiens Größe. Australien ist sein eigener Kontinent. Aber wenn du weißt nicht, wie groß Australien ist, bevor du herziehst. In Europa steigst du in ein Flugzeug, dann fliegst du eine Stunde oder zwei und dann bist du in Frankreich oder Spanien oder Türkei oder sonst wo. Hier steigst du ins Flugzeug. Wenn du östlich fliegst, dann bist du in 3 Stunden in New Zealand oder in 4 Stunden in Fiji. Aber wenn du westlich fliegst, dann fliegst du 4 Stunden und bist immer noch in Australien. Dann bist du in Perth. Selbst nach Melbourne oder nach Brisbane ist wie von London nach Berlin. Ist 1 Stunde Flug, aber du fliegst. Ist eine 10 Stunden Autofahrt von hier nach, von Sydney nach Melbourne. Leute sind hier nicht groß, blond, blaue Augen und durchtrainiert. Natürlich gibt es die hier. Die findest du überwiegend am Strand, früher morgen trainieren. Aber ich muss sagen, ich hatte ein bisschen einen Kulturschock, als ich in Sydney angekommen bin, weil 10,8% der Bevölkerung auf Sydney sind asiatisch. Ich war sehr überrascht, so viele Asiaten hier zu sehen. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Das habe ich mir halt so echt nicht vorgestellt. Nichts gegen Asiaten. Ich liebe Asiaten. Ich liebe die asiatische Kultur. Die meisten meiner Freunde hier sind Asiaten. Stell dich drauf ein. Es ist sehr multikulturell in Sydney. Autofahren ist sehr empfehlenswert hier in Sydney oder überhaupt in Australien, weil alles sehr weit weg ist. Ich meine, wenn du in der City wohnst, in den Eastern Suburb wohnst, dann brauchst du nicht unbedingt Autofahren, aber es ist sehr empfehlenswert. Die Trinkkultur. Die Australier lieben ihr Bier oder ihren Alkohol. Das war nicht so sehr ein Kulturschock für mich, weil ich ja aus England nach Australien gezogen bin und die Engländer sind sehr ähnlich, aber die kennen ihre Grenzen nicht und die trinken bis zum Umfallen oder bis sie anfangen, sich zu schlagen mit anderen Leuten. Die haben hier ein Lockout-Law vor 4 Jahren eingerichtet. Das heißt, wenn du in einem Club bist und nach 1.30 Uhr den Club verlässt, dann lassen sie dich nicht mehr rein. Die lassen sich auch in andere Clubs nicht mehr rein, weil Leute können ihr Bier halt nicht halten. Als ich mit meinem Mann in Berlin vor 2 Jahren war und wir haben Leute in der Straßenbahn gesehen, die ein Bier getrunken haben, der hat gesagt, oh mein Gott, das könnte er sich hier nie vorstellen, weil sich Leute hier einfach nicht benehmen können. Sorry, my Australian fellows, I love you, but you can't hold your beer. Die Sprache, ja, in Australien sprechen sie Englisch und in Australien sprechen sie alle denselben Akzent. Nicht so wie in England, wo der Süden den Norden nicht versteht, weil sie alle anders sprechen oder einen anderen Dialekt sprechen. Hier ist es nicht so. Aber die Australier lieben Dinge abzukürzen. Zum Beispiel, ich gebe euch 3 Beispiele und dann linke ich euch unten die volle Liste mit 125 Slang-Wörtern ein. Zum Beispiel Afternoon, Arvo, Avro, ich weiß gar nicht mal, wie man das ausspricht. Avocado, Avo oder Barbecue ist hier ein Barbie. Coronavirus ist Rona. Ja, Australien ist schon eine witzige Kultur. Public Transport, das heißt Züge und Busse, sind absolut scheiße hier. Ich habe es gesagt, das ist kein Geheimnis. Die sind überfüllt, es sind nicht genug, Leute sind überarbeitet. Es ist teuer, wenn du in London oder in Berlin wohnst und der Public Transport ist sehr zuverlässig und pünktlich.
Hier ist es nicht so, ist absolut ein Scheißhaufen. Manchmal kommst du zur Station morgens und dann heißt es, dein Zug kommt nicht oder kommt und der ist total überfüllt und du kannst nicht mehr einsteigen. Absolut Scheißhaufen. Da gibt's nichts mehr dazu zu sagen. Vögel, Magpies. Magpies sind, ich werde euch hier ein Foto einblenden, die sehen ein bisschen aus wie ein Rabe, sind aber schwarz-weiß. Wenn die im Baum sitzen und du läufst an dem Baum vorbei, dann denken die, du willst deren Kinder stehlen und dann greifen die dich an. Du wirst hier viele Fahrradfahrer sehen, die haben einen Helm auf und dann haben sie Kabelbinder ausstecken aus dem Helm, weil die Magpies die angreifen. Spinnen und Schlangen. Schlangen gibt es nicht in Sydney. Die Schlangen wirst du überwiegend im Busch oder wenn du in der Region lebst sehen. Also wenn du immer diese Horror-Stories siehst im Fernsehen, wo die Schlange aus der Toilette kommt, das passiert meistens außerhalb der großen Städte. Spinnen in Sydney gibt es hier überwiegend Huntsmen und Tunnelweb. Huntsmen sind nicht giftig, die können aber so groß werden. Tunnelweb, die sind sehr giftig, sehr, sehr giftig und die wirst du überwiegend in so, wenn du den Baum hast und dann unten haben sie ein bisschen Erde, dann können die sich der vergraben. Die graben sozusagen ein Netz, ein Tunnelnetz in der Erde und wenn du im Busch halt draußen wohnst, musst du immer deine Schuhe checken. Oder wenn du in einem Apartmentkomplex oder Haus wohnst, wo viele Büsche drumherum sind, Kakerlaken. Kakerlaken gehören hier zum Alltag. Ich weiß, es klingt ekelhaft, aber so ist das. In meiner alten Wohnung hatte ich eine Kakerlakeninfestion. Meine Mutter hat mir damals geholfen, die loszuwerden, aber du wirst die nie komplett los, selbst hier in der Wohnung. Die spritzen hier zweimal im Jahr die Büsche und alles außen, dass die Kakerlaken nicht reinkommen. Aber wenn es vom Sommer zum Winter kommt oder vom Winter zum Sommer, dann kriechen die, finden die immer einen Weg rein. Wir haben diese kleinen hier und witzigerweise heißen die Deutsche German Cockroaches. Wenn du ein Ei findest, mach sicher, dass du deine Wohnung putzt. Da können 50 Kakerlaken drauf schlüpfen. Wenn die so klein sind, dann gehen die in jede Ritze. Mach sicher, dass wenn du eine Kakerlake findest, dass du einen Kammerjäger kriegst, dass die dir alles spritzt und dass du alles sauber machst. Mein letzter Punkt ist Schokolade. Schokolade hat hier einen Stoff drin, dass die Schokolade nicht schmilzt. Wenn du deutsch bist und Storchriesen kennst, dann weißt du, wie hart die normalerweise sind. Als meine Mutter mir eine Packung Storchriesen hierher gebracht hat, waren die so weich, die konntest du einfach essen. Da hast du dir keine Sorgen machen müssen, dass deine Zähne ausfallen oder dass du dir die Zähne brichst. Das war's. Das sind meine Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich nach Australien gekommen bin. Hier, ich teile die mit dir. Wenn du mehr Videos von mir sehen willst, mach sicher, dass du mich abonnierst und folge meinem Instagram, weil auf meinem Instagram wirst du Sachen sehen, die ich so hier nicht poste. Kannst du einen Einblick in meinen Sydney-Alltag haben. Ich weiß, mein Profil ist privat, aber ich akzeptiere jeden. Folge meinem Instagram und ich sehe dich in meinem nächsten Video. Bye!